Mit Kamisama no Inai Nichiobo haben wir meiner Meinung nach den interessantesten Anime dieser ganzen Sommerseason. In Sunday Without God, wie der englische Titel lautet, geht es darum, dass Gott am Sonntag die Welt verlassen hat. Das heißt, keiner kann mehr von sich aus sterben. Man findet nur seinen Seelenfrieden. Man kann nur wirklich sterben, wenn man von einem sogenannten Grabwächter begraben wird. Ai ist eine Tochter einer Grabwächterin, wächst in einem Dorf voll Idylle und Frieden auf. Doch eines Tages wird ihre ganze Idylle zerstört von ihrem Vater. Er tötet sozusagen alle Dorfbewohner, die ja eigentlich schon tot waren, und klärt sie auf. Von diesem Tag an hat sie den Traum, die Welt zu retten. Und ich muss einfach sagen, ich finde diesen Grundaspekt schon mal so geil. Die Story an sich ist wirklich toll. Dann haben wir von Madhouse einfach richtig schöne Animationen. Diese gesamte Welt an sich ist mega interessant aufgebaut. Von den Charakteren her sind sie eigentlich auch alle ziemlich interessant gemacht. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich mir von einigen anderen Charakteren, wie zum Beispiel der Prinzessin der Toten, Ulla, mehr Screentime gewünscht hätte. Aber okay. Genauso bei ein paar Charakteren habe ich mich auch gefragt, wieso die denn überhaupt da sein müssen, wie zum Beispiel bei der Grabwächterin Scar oder wie sie in der Gotya Academy waren. Waren da auch so die ein oder anderen Charaktere, die wirklich mehr Screentime gebraucht hätten, als dass man jetzt wirklich in sie reinfühlen hätte können. Aber alles in allem sind eigentlich diese vier Hauptarcs ziemlich gut gemacht. Am besten hat mir hierbei gefallen diese Stadt der Toten. Und der letzte Arc natürlich auch noch, aber der zweite eigentlich am besten. Die gesamte Grundthematik dieses Animes ist durchaus interessant rübergebracht und wird eigentlich auch relativ ernst erzählt. Man hat klar noch dazwischen ein paar lustigere Momente, aber ich finde, der ernste Grundton bleibt. Das ist gut so. Dann generell die Handlungsorte an sich waren auch alle ziemlich interessant. Als erstes hat man ja so eine kleine Einführung mit den Orten, das war erst im Dorf ist und dann Geschichte mit dem Vater hat, dann kommt diese Stadt der Toten, die fand ich persönlich auch wirklich am interessantesten und am atmosphärischsten von allen. Dann diese Gotya Akademie, von der man eigentlich relativ wenig erfährt, und diese Scheinwelt, die auch extrem interessant war. Die Musik im Anime ist wirklich unglaublich gut. Sowohl Opening als auch Ending als auch die OSTs kann ich euch nur empfehlen. Hört auf alle Fälle rein. Fazit: Ich finde persönlich, dass es über den Anime nicht so viel Schlechtes zu sagen gibt. Es sind halt einfach einige unnötige Charaktere dabei. Und zwischendrin habe ich mir schon gedacht, naja, also der Gotya-Arc zum Beispiel hätte nicht unbedingt sein müssen, aber okay. Ansonsten haben wir, wie gesagt, eine extrem interessante Thematik. Die Story wird gut durchgesetzt. Wir haben an sich eigentlich schöne Charaktere, Animationen unglaublich gut. Die Welt ist generell sehr atmosphärisch, wobei ich, wie gesagt, die Welt der Toten, die Stadt der Toten und die Scheinwelt am besten fand. Aber das Gefühl dieser merkwürdigen, gottlosen Welt ist wirklich gut rübergekommen. Was ich ein bisschen schade finde, dass der zum Beispiel jetzt auch wieder in der Season läuft, in der noch Shingeki no Kyojin läuft. Das heißt, dem wird nicht so viel Beachtung geschenkt, obwohl er richtig geil ist. Aber okay, das muss natürlich immer jeder für sich selber entscheiden. Ich kann euch ja nur eine klare Empfehlung rausgeben, weil der war wirklich sehr, sehr gut. Und Punkten, wenn es 89 von 100 Punkten. Und wie immer gilt natürlich alles, hier gesagt, erstmal bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann könnt ihr euch ja ganz einfach eine machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer City Blue.